schwere Pfefferminz mit Pilzsalsa mittelschwer, raffiniert für 4 Portionen, 4 Knoblauchzehen, Pfeffer 50 Gramm, frischer Ingwer 500 Gramm, Knollensellerie, eine Pfefferschote, 2 bis 3 Hexaliter gemahlener Zimt, 2 Zweige Rosmarin, 100 Gramm weiße Perlzwiebeln, 6 Stiele Thymian, 100 Gramm rote Perlzwiebeln, 2,5 Kilogramm Short Ribs, Klammer auf Querrippe, Klammer auf ersatzweise 100 Gramm kleine vom Rind, mit Knochen, Schalotten, Klammer zu, zum Beispiel Morgan Ranch Wagyu, 300 Gramm braune Champignons, Chuck Short Ribs Bonge in, 300 Gramm Kräuterseitlinge über www.otto-gourmet.de, Klammer zu, 6 Stiele Krause Petersilie, Meersalz, 8 Hexaliter Olivenöl, 4 bis 5 Hexaliter Rapsöl, 2 Hexaliter Apfelbalsamessig, 150 ml Rotwein, außerdem Küchengarn, 500 ml Rinderfond, eventuell Flotte Lotte, erstens Knoblauch mit dem Messerrücken zerdrücken, Ingwer schälen, in dünne Scheiben schneiden, Pfefferschote putzen, in feine Ringe schneiden, Rosmarinzweige und Thymianstiele halbieren, Fleisch mit Salz würzen, 3 Hexaliter Rapsöl im Bräter erhitzen, Fleisch darin bei starker Hitze rundum dunkelbraun, braten, herausnehmen. Zweitens Knoblauch, Ingwer, Pfefferschoten, Rosmarin und Thymian, ins Bratfett geben, darin 3 Minuten braten, mit Rotwein ablöschen und auf A einkochen, Rinderfond zugießen, aufkochen und mit Salz und Pfeffer würzen, Fleisch hineinlegen, im Bräter im vorgeheizten Backofen bei 180 Grad, Klammer auf, Gas 2 bis 3, Umluft 160 Grad, Klammer zu, 2 bis 2 Uhr 30 Stunden schmoren. Bei längerer Schmorzeit eventuell etwas Flüssigkeit, Klammer auf Fond oder Wasser, Klammer zu, zugießen. Drittens inzwischen Sellerie schälen. Sellerie mit restlichem Rapsöl dünn einpinseln und rundum im Zimt wälzen, so dass er vollständig damit bedeckt ist. Sellerie vorsichtig in Backpapier einwickeln, mit Küchengarn gut verschließen, dann in eine ofenfeste Form geben und neben dem Bräter im Backofen 1 bis 1:30 Stunden weichgaren. Viertens inzwischen Perlzwiebeln schälen und längs halbieren, Pilze putzen und halbieren, größere Vierteln, Petersilienblätter von den Stielen abzupfen und grob schneiden, 4 Hexaliter Olivenöl in einem breiten Topf erhitzen, Pilze darin bei starker Hitze rundum anbraten, mit Salz und Pfeffer würzen und herausnehmen, 2 Hexaliter Olivenöl in den heißen Topf geben, Zwiebeln darin braun antaten, wi. Sla 7 unterstrich und gewürzen und mit Essig ablöschen, fünftens Sellerie aus dem Backofen nehmen und das Backpapier öffnen, Klammer auf, Achtung, heißer Dampf entweicht, Klammer zu, Sellerie etwas abkühlen lassen, Fleisch aus dem Bräter nehmen, kurz abkühlen lassen und zwischen den Rippenknochen in 4 Stücke schneiden, von der Soße mit einer kleinen Kelle Fett abschöpfen. Soße am besten durch die Flotte Lotte drehen, Klammer auf ersatzweise durch ein Sieb passieren, Klammer zu in den Bräter geben und erwärmen. Short Ribs in der Soße warm halten. Sellerie in 5 cm lange Stücke schneiden, mit restlichem Olivenöl beträufeln und mit Salz würzen. Fleisch mit Soße, Sellerie und Pilzen in flachen Schüsseln anrichten. Dazu passt Baguette oder CIA Butter.